Regen trommelt auf das Blätterdach. Ihr habt eine langgezogene Kurve vorbei an dem Wachturm, dem verfallenen Wachturm, in Richtung Ostseite des Borreo geschlagen. Ihr seid weit entfernt von Lucatore. Diesseits des Berges gibt es nichts als dichten Wald. Fichten recken sich bedrohlich in die Höhe. Die Äste hängen fast bis zum Boden. Nadeln stechen und kratzen im Vorbeigehen. Pfützen bilden sich an den Wurzeln, wo die Wasser, die an den Baumrinden herunterrinnen, zusammenfließen. Über allem liegt das beständige Trommeln des Regens, der auf das Blätterdach fällt. Leg deine Probe auf Instinkt und Wahrnehmung ab. Er leidet keinen Malus mehr durch die Erschöpfung. Jedenfalls nicht, solange die Tabletten des Heroigen wirken. Ihr hört alle drei ein Geräusch im Wald, das sich deutlich von den Regengeräuschen absetzt. Was für eine Art von Geräusch? Es klingt, als hätte jemand im Wald ein Pferd zurückgelassen. Hört es trappeln und schnauben. Wer eine Weile wartet, auch wiehern. Eindeutig ein Pferd. Ja, ein kurzer Blick auf Karte, den Kompass. Ein großer Umweg, wenn wir in die Richtung gehen. Und ich schaue die. Überhaupt kein Umweg. Alles klar, dann. Ja. Geht's da lang. Das Gewehr wieder geschultert. Marie ist jetzt ja. Auch etwas angespannt, offensichtlich in Jagdstimmung hier. Redet für sehr wenig für seine Verhältnisse. Ist ja sehr, wie gesagt, sehr angespannt. Zuckt bei einem Geräusch. Immer sofort das Gewehr in der Hand und das Zielfernrohr suchend umher. Wie weit sind wir denn weg noch vom Romano-Lager circa? Wahrscheinlich nicht mehr weit. Ja, während wir uns da so durch den Wald kämpfen, immer wieder mal stehen bleiben, um zu hören, hört ihr einmal ein kurzes Pfff aus Saids Richtung und ihr seht, wie er eine kleine Injektionspistole wieder verstaut und eine leere Fiole dazu. Das Kodein stellt sehr schnell seine Wirkung ein und du spürst, wie die Schmerzen der Operation hinter einem wattigen Gefühl der Zufriedenheit verschwinden. Seltsamerweise vernebelt dieses nicht deine Sinne. Ganz im Gegenteil, es sorgt für eine gewisse Klarheit. Ein Gefühl, an das man sich durchaus gewöhnen könnte, ja. Bis es aufhört zu wirken. Ihr findet tatsächlich ein Ross, ein gewaltiges Ross, an einem Baum angebunden. Und der Anblick des Rosses ruft euch sofort den ersten Tag nach Altairs Mord in Erinnerung. Ihr erkennt den mit rostroten Flecken gescheckten Rappen, der hier angebunden im Regen steht. Es ist das Pferd des Furors Lucio Bastardo. Auf ihm hat er die Orgiasten an den Wassertürmen befehligt und auf ihm kam er auch zum Kommissionshaus geritten, wo er euch verhört hat. Es stand auch im Stall an dem Tag, an dem ihr das Kloster besucht habt und den Vorhof überquert. Es ist sehr unruhig. Ein merkwürdiger Zufall.
Gibt es irgendwelche Spuren, die da wegführen? Also ist es noch angebunden oder ist es irgendwie davon gelaufen? Nee, es ist angebunden. Aber es ist sehr unruhig. Wenn ihr euch dort umschauen wollt, müsst ihr erst versuchen, es zu beruhigen. Radomir würde versuchen, es zu beruhigen. Es ist eine Probe auf Instinkt und Zähmen. Das Tier tänzelt noch nervöser als zuvor, fängt an zu scharren und zu wirren, bäumt sich auf und versucht nach dir zu treten, wenn du ihm zu nahe kommst. Lasst uns weiter, wer weiß, wen das Pferd noch anlockt. Da das Pferd sich nicht beruhigt, könnte er versuchen, mit einer Überlebensprobe minus 2 Würfel nach weiteren Spuren zu suchen. Ja, da bleibt nicht mehr genug, um Trill zu machen bei mir. Radomir schaut sich um. Da sind einige Fußspuren rund um das Pferd herum, aber du kommst nicht nah genug ran, um sie dir genauer anzuschauen, um sie zu differenzieren und zu zählen. Eines ist aber klar, das ist die Richtung, in die sie gehen. Richtung des Lagers? So scheint es. Ich glaube, wir sollten uns ein. Ja. Es geht hinab in eine niedrige Senke. Überall um euch herum könnt ihr Löcher sehen, die in die Erde gegraben wurden. Regelrechte Schächte, die dort in steilen Winkeln in den Waldboden hinuntergegraben sind. Dieser Abschnitt des Waldes ist voll von solchen Gruben. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, sonst könntet ihr vielleicht in einer davon landen. Wie kannst du die ein bisschen genauer beschreiben? Wie gehen die in, wie, mit welchem Winkel gehen die in die Erde? Das, können wir da reingehen? Oder? Es sieht aus wie, als hätte dort jemand Löcher gegraben. Stollen geradezu. Sie gehen nicht besonders tief in die Erde rein in der Regel. Von außen ist es schwer einzusehen. Manche gehen senkrecht in den Boden, da stehen auch Leitern drin. Oder zumindest geht er davon aus, dass dort Leitern gestanden haben könnten. Und irgendjemand scheint dort drin Grabungen gemacht zu haben. Um die Löcher herum liegen auch überall Haufen von Erde und Dreck und Klumpen und Stein. Wollen wir eine dieser Höhlen vielleicht näher untersuchen? Gibt es eine, die wir ohne Leiter betreten könnten? Boah, ihr müsstet euch am Rand irgendwie festhalten und runterlassen und dann vielleicht der Erste, der runtergeht, die anderen stützen. Dann könntet ihr so nach und nach in diese Löcher hineinklettern. Also ich würde vielleicht erstmal horchen, also mal an so ein Loch rangehen und mal horchen, ob man da was draus hört. Ja. Oder mal reinluchsen. Wer auch immer diese Löcher gegraben hat und was sie dort getan haben, die Löcher sind verlassen. Ihr hört außerdem Trommeln des Regens und dem fernen Huftrappeln des Rosses nichts weiter. Vielleicht eine Fackel reinwerfen oder so, haben wir sowas? Ja, ihr habt wahrscheinlich noch welche übrig von denen, die Jagdfrauen euch gegeben haben, also es wäre auch kein Problem, alleine reinzuschmeißen. Aber wenn ihr erstmal nur leuchtet, könnt ihr auch sehen, dass die Gruben nicht alle gleich sind, nicht alle gleich tief oder die gleichen Winkel oder so. Das ist alles eine sehr krude Handwerkskunst. Und sie scheinen recht. Also man sieht auch sozusagen das Ende der Grube. Also es ist dann nicht so, dass es dann unten weitergeht in irgendein Gangsystem oder so. Genau, also in der Regel könnt ihr sehen, dass die Löcher, die da gegraben worden sind, vielleicht in manche Richtung noch ein bisschen ausgehöhlt wurden, aber es sind jetzt keine besonders tiefen Minenschächte oder sowas, die da richtig tief reingehen. Was ihr auf jeden Fall sehen könnt, ist, dass sie jetzt hier mit wenig Sorgfalt gegraben wurden. Sie wurden auch nicht abgestützt oder so irgendwas mit Balken. Manche sind auch offensichtlich schon wieder eingebrochen, andere sind mit Regenwasser vollgelaufen. Also mittlerweile bin ja sogar ich so weit, kurz einen Blick zur Molluske zu werfen. Ja, man schaut mal.
Nebenbei hat Radomir schaut ständig, während wir unterwegs sind, auf die Molluske. Du siehst keine Reaktion der Molluske. Dann blickt man zu den anderen und schüttelt den Kopf. Ja, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich bin für weiterreiten. Auch wenn das wichtig sein könnte. Das Lager. Ja, weiter zum Lager. Ja. Als ihr gerade im Begriff seid, wieder aufzubrechen, hört ihr in der Entfernung, gar keine so arg weite Entfernung, vielleicht ein paar hundert Meter, schätzt ihr das Krachen eines Schusses, der sich gelöst hat. Fangen wir an, uns schneller vorzubewegen. Also ja. Ich fange an. Da mal auf. Naja, ich fange auch an, mich etwas geduckter vorzubewegen. Ich möchte nicht schon wieder eine Kugel abfangen. Ja, ja, klar. Also natürlich, ne? Das jetzt halt in so einem geduckten Lauf hier von Baum zu Baum huschen. Wie man das so kennt. Den Regen mal wieder aus dem Gesicht wischen, kurz gucken, weiter huschen, von Baum zu Baum kurz lauschen. Ihr schleicht euch voran und erkennt ein Tarnnetz, das zwischen zwei Bäumen aufgespannt ist. Loses Gestrüpp wurde darüber geworfen. Schleicht euch um das Netz herum und auf einen felsigen Vorsprung zu, könnt ihr unter euch ein Lager erspähen. Etwa 2 Dutzend Zelte verteilen sich in einer ausladenden und baumlosen Mulde. Auf 3 Seiten ist das Lager von gewaltigen Felsklüften des Borio umschlossen. Auf der einen freien Seite ist eine hüfthohe Mauer aus Erzeckensteinen, Geröll und einfachen Holzplanken abgesichert. Nur ein Eingang führt hinein, direkt von der Straße aus. Direkt von der Stelle aus, über der ihr gerade hinter diesem Felsvorsprung kauert. Ein Trampelpfad, der dorthin führt. Die Mauern sind nicht so gewaltig, dass man sie nicht ohne große Mühe überklettern könnte. Trotzdem ist es ein Flaschenhals. Die Zelte sind aus wuchtigen Planen und primitiven Haltestreben errichtet. Und sie flankieren einen matschigen Weg, der in die Mitte des Lagers führt. Grabungsschächte, genauso wie die Löcher, die ihr im Wald gefunden habt, führen auch hier in das aufgeweichte Erdreich hinab. Zwischen den Zelten ist Bewegung. Männer und Frauen patrouillieren gemeinsam. Manche gehen gebückt oder schleifen ein Bein hinter sich her. Andere sind groß und kräftig. Wie die Feldochsen ziehen sie Säcke voller Erde aus den Löchern hinter sich her. Oder sieben darin. Andere waschen mit Regenwasser den schlammigen Boden aus, graben vorsichtig mit ihren Fingern im Matsch. Goldgräber. Dieser Lumpenhaufen sucht nach Schätzen im Boden. Wieder geht ein krachender Schuss in dem Lager los. Und keiner reagiert, oder was? Ja, manche von denen gehen so in Richtung Lager, in Richtung der Mitte des Lagers, aber die meisten tankiert es nicht, sie arbeiten weiter. Ja, erzählen wir doch mal, was haben wir denn hier an Leuten? Und natürlich verstecken wir uns, also ich will mich im Wald verstecken. Ja. Was ist mit diesem Tarnnetz hinter uns? Also ist das... Das ist ja hoffentlich nicht der Rest, sag ich jetzt mal. Das hat man da wohl hingehängt, um von der Seite, von der ihr gekommen seid, dieses Lager einigermaßen zu verschleiern. Also von außen, also von der Seite, wo ihr gekommen seid, versperrt es eben genau diese Sicht, die ihr jetzt von diesem Felsvorsprung aus habt. Diesen guten Überblick über das Lager. Von ihr aus könnt ihr bestimmt 2 Dutzend Gestalten im Lager zählen. Können wir ausmachen, ob das Romano sind, also an der Kleidung? Ja, ihr seid euch ziemlich sicher. Die sehen so ähnlich aus, so Lumpengestalten, die schlecht gekleidet sind, in schlechtem Gesundheitszustand und gleichzeitig deren Kleidung sich aus allen möglichen Sachen zusammensetzt, die sie so gefunden haben. Sieht nicht so aus, als würden sie mit dem
Psychokineten zusammenarbeiten, oder? Was hat es nur mit diesen Tunneln auf sich? Was gibt es denn? Was könnten sie suchen? Ich weiß es nicht. Also ich gehe mal in mich. Gibt es Bodenschätze hier, die man suchen könnte? Ich wüsste. Schwer zu sagen. Die Handelsbank hat ja keine Konzession in dieser Richtung. Der letzte Punkt in Nordpurgare ist Bergamo. Und von da aus geht es nur westwärts. Aber die haben ja sicher Konzessionen, weil es nichts Wertvolles gibt. Aber wenn es was Wertvolles gäbe, dann wären sie bestimmt erpicht darauf, eine zu bekommen. Ja, das ist schwer zu sagen für dich. Es ist jedenfalls nichts, wofür Lucatoro bekannt wäre. Holen Sie außer Sand noch irgendwas raus? Ja, sie scheinen zu sieben. Also sie scheinen tatsächlich irgendwas zu suchen in dem Dreck, den sie herausziehen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Und irgendwo hier muss auch Black Tom sein. Er wollte doch am Lager auf uns warten. Wieder geht ein krachender Schuss los. Als könnt ihr Gelächter hören von der Mitte des Zeltplatzes. Ich glaube, er ist schon hier. Wie meinst du das? Haben sie ihn erwischt, vielleicht? Jetzt, wo man das Lachen hört. Also, es gibt offenbar irgendwas zu feiern oder so. Lasst uns sehen, ob wir näher rankommen. Das ist Selbstmord. Das sind... zählt mal an den Händen ab. Das sind viel zu viele. Wir könnten sie höchstens ablenken. Der Platz, von dem das Gelächter herkommt, zwischen den Zelten, ist jetzt gerade... ist das Sichtfeld gerade versperrt durch eines der Zelte. Können wir das so umgehen, dass wir mal einen besseren Blick darauf kriegen? Von außen hier? Oder müssen das wir könntet ihr versuchen. Ja, dann lass uns das doch versuchen. Ja. Macht mal eine Wahrnehmungsprobe. Ihr versucht euch ein bisschen eine bessere Position zu verschaffen. Zieht euch nochmal hinter das Tarnnetz zurück. Geht noch ein paar Dutzend Schritt weiter am Lager entlang und findet dann tatsächlich nochmal einen Vorsprung, von wo ihr einen bisschen besseren Blick habt auf den Platz vor diesem Zelt, beziehungsweise hinter diesem Zelt. Dort seht ihr etwas sehr Beunruhigendes. Dort steht ein besonders großes Zelt, genau in eurem Sichtfeld, also gegenüber des Zeltes, das eure Sicht vorher versperrt hatte. Und im Vorzelt dieses großen Zeltes steht ein untersetzter und mit Gold und Juwelen behangener Mann mit gewölbtem Wanst. Er hält ein Gewehr in der Hand, lädt es durch, nimmt die Kugel aus dem Lauf, gibt das Gewehr einem seiner Wachen in die Hand und geht mit der Patrone, die er herausgenommen hat, auf einen Mann zu, der dort an einem Pflock festgebunden ist. Es ist Black Tom. Und der schmierige Kerl rammt ihm ein Messer zwischen die Rippen. Nicht tief, er schneidet genüsslich darum herum, während Tom schmerzerfüllt aufschreit und drückt dann langsam die Patrone in die Wunde hinein. Dann gibt er seinen Männern ein Zeichen, den Afrikaner loszumachen. Zwei Wachen packen ihn. Chico macht noch einmal eine unterwürfige Geste gegenüber seines Gastes, der jetzt aus dem Schatten des Vorzeltes tritt. Eine Frau mit nassem, blondem Haar. Es ist Neva, die eiserne Emissärin. Sie scheint mit dem Romano-Fürsten zu sprechen, zu verhandeln. Worüber genau, das könnt ihr nicht ausmachen von hier. Aber sie scheint äußerst zornig und schlecht gelaunt.
Ein kleiner Beutel wechselt den Besitzer. Dann rafft sie ihren Mantel und macht sich in Begleitung von Chico, den beiden Wachen und Black Tom auf durch das Lager. Wie weit von uns weg? Etwa 60 Schritt an euch vorbei aus der Talmulde den Hang hinauf. Nicht unweit der Stelle, wo ihr vorhin wart. Vom Furor keine Spur? Vom Furor keine Spur. Vielleicht hat sie sein Pferd genommen. Können wir an der Stelle beim Felsversprung mit dem Tarnnetz, können wir die vielleicht so nutzen, um ihnen aufzulauern? Das könntet ihr mit Sicherheit, aber sie ist sehr nah am Lager. Das muss euch bewusst sein. Oder fällt mir vielleicht eine Stelle ein, die ein bisschen weiter weg ist? Der Wald ist sehr unübersichtlich, schwer einsehbares Territorium. Die vielen Fallgruben und Schächte kann man vielleicht auch ausnutzen. Spätestens bei dem Ross, aber dann müsstet ihr euch wirklich beeilen. Also, was meint ihr? Befreien wir zuerst Black Tom oder stellen wir eine Falle? Wir holen uns erstmal Black Tom. Dann sind wir jedenfalls einer mehr. Gut. Okay, habe ich das jetzt nicht richtig verstanden, dass die da jetzt zusammen das Lager verlassen wollen? Neben Chico, der gefangene Black Tom und zwei Wachen, ja. Ach so, ja. Okay, dann stellen wir in eine Falle und holen uns Tom. Ja, genau, dann stellen wir in eine Falle. Wo? An den Löchern. Alles klar. Mach mal eine Heimlichkeitsprobe. Können wir Gerissenheit oder so wissen, wenn wir uns da... Als Kombination, ja. Also kann ich sozusagen mich selbst mit Gerissenheit unterstützen? Du kannst eine Kombination machen, Gerissenheit und dann Heimlichkeit. Es gibt keine Bonuswürfel. Super. Ja, ihr versucht euch schnellen Schrittes zu bewegen durch das Unterholz, durch den matschigen Untergrund und versucht schneller als dieser kleine Tross bei einer der Gruben einen Hinterhalt zu legen. Als sich die Gruppe nähert, könnt ihr sehen, dass Black Tom für einen kurzen Moment genau in eure Richtung blickt, euch zu erkennen scheint und sofort anfängt, mit letzter Kraft sich gegen die beiden Wachen zu wehren, die ihn mit sich schleppen. Er versucht, möglichst viel Verwirrung zu stiften. Woraufhin sich der Anführer der Romanos zu ihm umdreht und ihm mit dem Handrücken einmal übers Gesicht zieht. Du elendes, quiekendes, kleines Schweinchen. Ich hätte dich schon damals schlachten und dich meinen Hunden zum Fraß vorwerfen sollen. Hör endlich auf mit dem Gezappel. Es ist vorbei, Tomero. Diese Grube wird deine letzte Ruhestätte sein. Wie sind die denn alle bewaffnet? Eine der Wachen trägt Toms Gewehr. Ansonsten sind sie wie ein Teil eurer Angreifer mit Messern ausgestattet.
Auch Chico scheint Messer vor allen Dingen dabei zu haben. Er hält gerade zwei in den Händen. Sehr schöne Klingen aus einem schwarz gescheckten Stahl und zieht sie übereinander. Spuckt einmal auf die Klinge und zieht sich die Klinge über die Haare. Während er Black Tom zu bedrohen versucht. Die Emissärin steht mit genervtem Blick daneben. Die Hand ruht auf dem Schwertgriff. Bringt es schon hinter euch. Auf euer Schauspiel kann ich gerne verzichten. Der Romano dreht sich um, wieselt wieder um sie herum, scharwenzelt. Aber, meine Herrin, ihr müsst verstehen, der Junge und ich, wir haben Geschichte. Es fällt mir nicht leicht, ihn aus dieser Welt zu entlassen. Es muss würdig sein. Ich werde ihn in kleine Stücke schneiden und sie in diese Grube werfen, damit er dort verfaulen kann. Alja, währenddessen flüstert ja Said zu mir. Ich würde... ich glaube, ich schätze die Wachen als größte Gefahr ein und würde die Wache mit dem Gewehr ins Visier nehmen und auf den Kopf zielen. Durchatmen. Ich würde versuchen, mich währenddessen näher heranzuschleichen. Darf ich in so einem Fall Ego einsetzen? Ihr dürft Initiative würfeln. Denn eure Heimlichkeitsproben waren so unterirdisch schlecht. Bis auf die von Said. Dass es auf jeden Fall zu einem Kampf kommt. Ja. Gerade als du anlegst und Radomir sich in Position begeben will zum Angriff, fährt die Hand der Emissärin, die nicht auf der Klinge ruht, hoch, der Finger zeigt in eure Richtung. Chico, wir sind nicht allein! Und dann geht es los.